Servus, du bayerischer Tod von Ulbrecht, da draußen vor dem PC, nee, Laptop und TV. Wir spielen Elex, schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest, YOLO. Nasty mag uns, das ist schon einmal gut. Unsere Kälte sinkt, aber wir sollten ruhig ein bisschen böser zu ihr sein, wenn wir sie, naja, erobern wollen. Aber was wir anders erobert haben, ist das hier. Genau. Das war eine Schlacht. Darum folgt sie uns jetzt und wir werden gemeinsam diesen Konverter deaktivieren. Wenn wir schon mal hier sind. Angeblich gibt es sonst niemanden. Jetzt wird's lustig. Ja, ist ja gut. Ja, es wird sehr lustig sogar. Das ist wie die große Schlacht in Idan. Das ist die große Schlacht hier in... in Ignadon. Die hatten das auch, aber leider auch eine Führungskraft weniger. Pech gehabt, ne? So, stocken wir unseres Inventar wieder ein bisschen mehr auf. Schauen wir mal, was uns erwarten wird. Das Scheißvieh sucht er. Ups. Hallo. Komm jetzt. Och Mann, ey. Manchmal. So, jetzt helfe ich dir. Ach, die haben mich auch überrascht gerade. Vielleicht lässt sich das hier nicht abschalten, ne? So, weiter geht's. Gut. Ach, da liegt er. Was war da? Ach, da ist eine Truhe. Was ist das für eine Sicht? Zu einfach. Wahrscheinlich ein Bug, ha? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das alles nehmen kann. Ich muss nochmal nachschauen. Ich glaube, X war es wahrscheinlich. Das ist hier irgendwie ein Bug. Glaube ich, X. So. Witzig. Können wir später auch noch einsammeln? Ja, da hinten ist einer. Also wäre natürlich da. Würdest du dich um den hier kümmern? Oh Gott. Ach Mann. Stirb einfach. Nasty, mach mal was. Mach. Nasty, Nasty, Nasty. Wow. Wow. Ja, toll. Ich habe keine Ausdauer mehr wieder. Yes. Ja. Ja, ach man, wir sehen doch den mal an hier. Muss schon mal anvisieren dann. Dass du es eh schon automatisch machst. Stress hier. Ja.
Warum kommen die eigentlich nicht runter? Sechs. Toll. Trink was. Sie kämpft auch gerade. Ich bin gerade auch beschäftigt. Ja. Ist nur bewusstlos. Ja. 20 Alps getötet. Geile Gegend. Das ist ja das Problem. Sie ist davon unheimlich überzeugt. Huiuiuiuiui. Natürlich wollen wir auch dann hier alles deaktivieren. Das ist ja klar, oder? Mal kurz kratzen. Da liegt auch noch was. So, abschalten. Oh nein, was hast du getan? Ich habe den Konverter deaktiviert. Es wird wahrscheinlich die hintere Gruppe sein. Dann müssen wir es so machen. So. Ja? Ja. Das war wohl nichts. Also muss das eher mehr von... So, ja. Oder? Stehe ich jetzt gerade nicht. Das war wohl nichts. Stehe ich jetzt auch gerade nicht. Warte mal, gehen wir mal zurück. Die drei passen zusammen, aber dann haut's das auch hier wieder raus. Okay. Zu einfach. Mana dran, Goldbrocken, Plasmazellen, danke. War jetzt nicht das, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, aber okay, das ist auch nicht so schlimm. So, noch ist es nicht vorbei, der Spuk. Auch wenn wir das ausgeschalten haben. Ich habe immer Angst, dass diese Viecher hier mal rausstoßen, aber das kann ja mal passieren sogar. Dass die hier da ausbrechen. So, jetzt wird's wieder abenteuerlich. Ich brauch dich jetzt nicht unbedingt hier. Bleib hier stehen. Bitte. Bleib hier stehen. Verstanden. Ja. Brav. Weil es gibt immer hier so einen geilen Loot. Oder auch nicht. Diesmal nichts oder was? Oder nur Brennstoff?
okay. Diesmal hat nichts geleuchtet. Ja, dann können wir auch gehen. Da hat jemand seine Zigarette fallen lassen. Hier kommen wir ja nie raus, ne? Ja, schon, aber vielleicht hätte sie sich verfangen. Mitkommen. Natürlich. Ja, dann haben wir hier soweit fast alles erledigt. Das freut mich ja. Und schon wieder musste ein Konverter drunter leiden. Was war das? Trockenfleisch, toll. Ja, ja. Gutes Team. Hat schon Spaß gemacht. So, dann hacken wir mal. Diese Zahlen sind nicht möglich. Suchen wir mal. Alle Zahlen sind anscheinend möglich, immer. Ja. Okay. 4 und 5 sind schon mal richtig. 6 und 0 sind es auf jeden Fall nicht. Also 4 und 5 haben wir schon. Es könnten 7 und 8 sein. Oder 1. Geht doch. Der Chronikant. Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Ja, ist ja gut. Trockenfleisch. Ein Tresor, das verschlossen ist. Schade eigentlich. Aber das sieht man mal, ne? Das mit den Hacken kann ich irgendwie, das... Nicht so schwer. Ich komm... Das ist so verbuggt. Warum ist sie noch nicht gefixt? Aber mir geht es jetzt nur darum, dass ich das trotzdem gehackt habe. Nein! Nicht hoch. Hättest du mir sagen können, Nesti, komm. Entschuldigung. Hm? Ja, und was machen wir jetzt? Ulbricht ist ja tot. Aber es sind schon 3 Konverter weniger, was die Alps besitzen. Das ist ja genau der Punkt, wo sie dann Angst kriegen, ne? Dass man ihnen Angst eben macht und sagt, oh oh, das wollen wir ja eben nicht. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Verstanden. Alles klar. Dann wäre noch der Konverter in der Wüste und dann werden sowieso in Edan in der Wüste, dann in Abessa und Ignadon abgeschalten. Das wäre ja ein hohes Problem für die. Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Ja. Er war ein großer Mann. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignadon. Kalan, gib mir Weisheit und Stärke.
damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Genau. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache, kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Gut, dann weiß ich auch das, wie das jetzt hier funktioniert. Also das ist jetzt der große Punkt, um hier mitzumachen. Finger weg, Ursache und Wirkung, endliche Vorkehrungen. In Ignadon. Hauptmission. Der Big Bang. Ein Rachefeldzug. Das ist praktisch, dass ich mich endlich einer Fraktion anschließe. Okay. Okay. Dann sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Ist da noch was? Elex Trunk. Okay, wir haben jetzt 21 Punkte hier. Also 2 Level Aufstieg praktisch. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, in welche Form wir das jetzt verlegen wollen. Wenn wir Gerissenheit noch pushen wollen, dann könnten wir Mutantenkiller machen. Das wäre mir nämlich auch ganz recht. Maschinenkiller braucht Intelligenz. Hier wäre ich ein bisschen näher an Mutantenkiller. Rüstung war ich ja jetzt fleißig. Ausdauer. Konstitution. Könnte man auch machen. Dann hätten wir hier auch voll. Das wäre super. Also müssten wir jetzt halt noch in Konstitution verlegen. Dann machen wir die 2 Punkte. Und dann alle anderen Punkte, wie zum Beispiel Handwerk, das können wir alles schneller lernen. Da sind wir eh schon fast überall dabei. Also einmal erstmal die Gerissenheit auf 40. So. Dann bleiben mir noch 3 über. Okay. Wollen wir eher lieber die Ausdauer? Dann machen wir lieber die Ausdauer.
Dann müssen wir jetzt nicht das Falsche machen. Mehr nur noch ein Punkt. Konstitution. Ups. Hätte ich nämlich auch mehr Punkte über. So, jetzt müsste ich das haben. Jawohl, kann ich machen. Das wäre nämlich auch sehr wichtig, wegen der Ausdauer. Das habe ich ja schon alles hier. Die Ausdauer. Erhöht dauerhaft deine Ausdauer. Das ist super. Jetzt habe ich hier noch 11 Punkte. Vielleicht können wir das in Geschicklichkeit trotzdem mal legen. Hätte ich einfach mal Lust drauf und dann kommt nächstes Mal die Intelligenzen und sowas. Sehr gut. So, jawohl. So war das und nicht anders. Jetzt programmieren wir unser Adduktor auf diesen Fall. Und ich werde jetzt zum Beispiel jetzt mal offscreen diese zwei Punkte machen. Erstmal die Ausdauer, ja? Die Ausdauer werde ich jetzt verlegen. Missionen. Xander, Grubenwache und Fabrikwache. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen, damit wir uns jetzt bald einer Fraktion anschließen können. Wir haben das ja jetzt geschafft. Ein großer Posten. Wir haben diesen Konverter deaktiviert. Wir haben diesen Konverter deaktiviert. Und wir haben diesen Konverter deaktiviert. Dann fehlt noch einer, der in der Wüste, und somit werden eigentlich in den großen Gruppierungen die Konverter deaktiviert. Somit hätten die echt kleine Probleme. Und ja, ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag. Macht es gut. Bye. Fresh.